Ein digitales Wiedersehen mit Jakob Burckhardt. Die Museumsbesucherinnen und Besucher machen eine virtuelle Reise zurück ins 19. Jahrhundert. Lukas Burckhardt, Geschichtsprofessor an der Uni Basel und nicht verwandt mit Jakob Burckhardt, erklärt, warum dieser ab 1850 so wichtig für die Geschichtsforschung war. Er hat die Geschichtswissenschaft, die damals hauptsächlich mit Textquellen gearbeitet hat, um weitere Gegenstände, Quellenbestände erweitert, namentlich das Bild, aber auch Literatur, Kultur im Allgemeinen. Jakob Burckhardt unterrichtete Geschichte an der ETH und an der Universität Basel. Außerdem war er fasziniert von der Fotografie. Diese war damals noch neu. Burckhardt sammelte über 10.000 Fotos, vor allem zu Kunst und Architektur. Sein Schreibtisch, eine Sonderanfertigung, zeigt, dass Arbeitsorganisation für ihn eine wichtige Rolle spielte. Der Mann auf der Tausendernote ist umstritten. Judenfeindliche Äußerungen, zum Beispiel in seinen Briefen, waren eindeutig. Trotzdem fanden und finden seine Werke überall in Europa Beachtung und sogar in Asien. Es lässt sich vor allen Dingen in China und in Japan beobachten, dass in Momenten gesellschaftlicher Krise Jakob Burckhardt offensichtlich ein attraktiver Autor wird. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Jakob Burckhardt selber aus einem Gefühl, in einer Krisenzeit zu leben, die Krise als historisches Phänomen entdeckt und untersucht hat. Für die Macherinnen und Macher ist die virtuelle Form der Ausstellung auch ein Experiment, wie sich heute Geschichte vermitteln lässt. Vor 200 Jahren hat die Fotografie Menschen wie Jakob Burckhardt fasziniert. Von der virtuellen Realität wäre er vielleicht genauso fasziniert gewesen.